Wow. Also hat begonnen mit Phase 4 und Ramadan oder Rachel, Ramadan, Rachel. Ja, ich habe mich verliebt in eine Frau namens Sandy Bende mit 18 Jahren. Eigentlich schon früher. Wir kennen uns von früher aus dem Weltall. Aber wir haben uns erst auf der Erde wieder getroffen. Und es war die Pausenglocke in der HTL, in der Schule. Und es hat geläutet zur Stunde. Und ich konnte sie nicht sehen, ich konnte sie nicht treffen. Sie hat Bücher in der Hand gehabt, wir haben uns in die Augen geschaut, wir haben uns gesehen, wir haben es gewusst, wir sind die wir uns kennen, die wir uns lieben. Ja, dann später, in späterer Folge, war ich für meine Wohnung was einkaufen in Wiener Neustadt, was bestellen. Und bei der Rückfahrt nach Bottendorf, im Zug traf ich auf sie, auf Sandy Bende, Sandy Joanna Bende. Und ich, Manuel Charles Titi, bin auf sie zugegangen und habe sie gefragt, ob sie mit mir nicht ins Kino gehen möchte. Und sie hat ja gesagt. Was für eine schöne Sache. Sie hat ja gesagt, sie hat ja gesagt, sie hat ja gesagt. Wir haben Telefonnummer ausgetauscht und haben uns verabredet. Wir haben uns den Film Chuck and Larry angeschaut. Chuck and Larry, Zara-Film. Aber ich konnte meine Augen nicht trauen, als ich sie sah. Sie war so schön beim ersten Date, dass ich mich gar nicht getraut habe, sie zu küssen. Wir sind dann mit ihrem Papa nach Hause gefahren. Er hat sie nach Hause gebracht und mich auch. Und alles war schön. Bis ich dann beim Bundesheer einrücken musste. Dann am Wochenende bekam ich frei und wir trafen uns am Bahnhof in der Neustadt. Und ohne ein Wort zu sagen, gingen wir aufeinander zu und küssten uns und sagten kein Wort und küssten uns und sagten uns kein Wort. Und unsere Lippen passten genau aufeinander. Es war wunderbar, es war ein wunderbares Erlebnis. Ja, so waren wir auch gemeinsam bei der Bushütte und haben in der Kälte gewartet und haben gemeinsam Sachen besorgt für die Wohnung. So haben wir auch unseren ersten sexuellen Verkehr gehabt. Und das war auch schön. Aber heute würde ich da mit der Keusche rumgehen. Und sage ich was, heutzutage ist die Sandy Bände im Himmelreich. Aber sie wird wieder auf die Erde gesandt werden, wenn ich mein eigenes Haus bekomme. Und wenn ich mein eigenes Haus bekomme, dann geht die Post ab, Leute. Dann geht die Post ab. Love the Lord, your God, with all your heart, all your mind and all your soul. So strong as you can. And love the next one like yourself too. Ich mag euch, Leute. Leute, sollte es öfters sein. Ein gemeinsames Treffen hier so in Absprache kennenlernen. Kennenlernen und
Fragen nach, warum hast du das gesagt, warum hast du das nicht gesagt, warum sagst du das in deinen Glaubensvideos, warum sagst du das in deinen Parfait-Videos, warum sagst du das in deinen Musikvideos, warum singst du das in deinen Musikvideos, warum machst du Electromagnetic Propulsion-Videos und solche Fragen und solche Sachen. Sage ich was. Habt viel Spaß. Ich sage noch was. Da geht immer was. Also dann. Tschüss, Papa. Halleluja. Halleluja.